Gegen 23.20 Uhr kam es hier zu einem Unfall in der Benecker-Allee Ecke Schönburger Landstraße. Zeugen berichteten, dass ein Dacia Duster bereits in der Benecker-Allee mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schönburger Landstraße gefahren ist. Und die Zeugen haben dann nur noch gesehen, dass der Dacia Duster, der PKW, dann im Hochbahnsteig steckte und zwei Personen ausgestiegen sind, einmal männlich, einmal weiblich und nach rechts in der Schönburger Landstraße dann weggelaufen sind. In der Nahbereichsfahndung durch die Polizei konnten zwei Personen festgestellt werden, die im PKW dann jetzt saßen. An Atemalkoholtest ergab dann einen Wert über 1 Promille. Der genaue Wert muss noch bestimmt werden durch eine Blutprobenentnahme. Nach bisherigem Kenntnisstand ist keiner verletzt. Der PKW fing dann noch Feuer, brannte vollkommen aus, sodass die Berufsfeuerwehr Hannover Löscharbeiten durchführte.